die waren dann auf der Ausländerbehörde auch noch so blöd und haben noch so einen Witz gemacht und haben so gesagt, ja, und wenn sie sich trennen, dann sagen sie uns bitte sofort Bescheid, weil sonst müssen sie das Land verlassen. Wir haben, glaube ich, in den 10 Jahren, in denen wir zusammen sind, uns schon mehrmals betrunken gegenseitig Heiratsanträge gemacht. Weiße Tauben, schöne Kleider, Mama weint vor Freude. Die Hochzeit ist das Nonplusultra für alle Paare und alle heiraten aus Liebe. Wait, really? Was ist denn, wenn Menschen eben nicht aus Liebe heiraten? Wir sprechen heute mit 3 wundervollen Gästinnen, die darüber reden, wie es ist, eine Scheinehe einzugehen, wie es ist, wenn man eine Elternschaft plant und deswegen heiraten muss oder wenn der Partner möglicherweise wegen des Brexits aus dem Land geworfen wird. Mein Name ist Momo, ich bin 25 Jahre alt und ich werde dieses Jahr heiraten, weil ich mit der Person, mit der ich zusammenlebe, ein Kind plane und diese Person eine, also nicht männliche Person ist, sondern eine nicht-binäre Person. Und genau, wir beide auf dem Papier als Frauen sozusagen beschrieben sind, dann sozusagen nicht von uns beiden auf dem Papier das Kind wäre, sondern nur mein Kind und eine Ehe, das erleichtern würde auf jeden Fall. Ich bin Anna und ich habe mit 36 Jahren nicht aus Liebe geheiratet, sondern damit die Person, die ich geheiratet habe, in Deutschland bleiben kann. Ich habe eine Person geheiratet, die nach Deutschland geflüchtet war und für die es jetzt auch nicht so aussah, als dürfte sie hier bleiben. Und genau, diese Ehe, das war dann so eine Möglichkeit, das zu sichern für sie. Ich bin Laura und ich habe mit 27 meine große Liebe geheiratet. Aber nicht aus romantischen Gründen. Vor allem auch deswegen, weil mein Freund aus England ist und wir die ganze Chose mit Brexit und darf er bleiben oder nicht, die ganze Zeit verfolgt haben. Und die Politik war da so verwirrend und wir wussten überhaupt nicht, wie und was passiert, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt nicht länger und verschieben die Hochzeit auf dann, wenn wir Zeit und Geld und Lust haben und eine fette Party schmeißen können, sondern wir machen das jetzt und wir machen das quick and dirty. Ein Heiratsantrag per se gab es bei uns gar nicht. Wir haben, glaube ich, in den 10 Jahren, in denen wir zusammen sind, uns schon mehrmals betrunken gegenseitig Heiratsanträge gemacht und irgendwann einfach angefangen, immer darüber zu reden. Und man ist ja dann auch ab und zu zusammen auf Hochzeiten und das sind romantische Momente. Und es gab immer so ein Verständnis, dass wir das irgendwann machen wollen. Aber genau das ist uns halt irgendwie durch die Brexit-Thematik genommen worden. Immer wieder wurden wir gefragt, was macht ihr jetzt, heiratet ihr? Und da für uns schon lange Zeit klar war, dass wir das irgendwann machen werden, haben wir es dann echt so total unromantisch einfach irgendwann beschlossen. Und das war natürlich schon ganz schön hart, weil ich mir, wie viele Mädchen bestimmt auch, irgendwie immer den großen romantischen Heiratsantrag gewünscht habe und den Ring und alles Mögliche. Und das gab es bei uns leider nicht. War irgendwie so, dass wir im Urlaub waren und dann auch einige enge Freundinnen von mir dabei waren. Und irgendwie waren den ganzen Tag alle echt schon so richtig seltsam. Und ich habe das schon gemerkt, irgendwie ist meine Beziehungsperson total seltsam. Und ich wusste gar nicht so richtig, also ich wusste, irgendwas war, aber ich konnte nicht so richtig lokalisieren, wo das herkam. Dann habe ich von Suki 7 Meilen High Heels gehört, so richtig laut und es war irgendwie so über eine Box und Kerzen am Strand und also so, während halt meine Beziehungsperson so eher der Style-Mensch, also der Typ Mensch ist so auf den Style, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen, bin ich dann eher so die Person, die so voll auf so Konfetti, Glitzer, Luftschlangen, Sachen abgeht. Dann war meine Beziehungsperson so, okay, irgendwie stand das die ganze Zeit aus und ich wollte dir das nochmal sagen und hat mir einen sehr langen Brief vorgelesen, in dem zwar gar nicht das Wort heiraten oder Verlobung oder sowas vorkam, aber einfach so diese Verbundenheit einfach nochmal klar war und die Vereinbarung, die wir getroffen haben und genau. Dann habe ich diesen Ring bekommen. Also die Hochzeit, die haben wir schon versucht so aufzuziehen wie so eine typisch romantische Hochzeit, einfach auch für die Ausländerbehörde, weil wir wussten, dass die manchmal auch nach Fotos fragen. Und dann ist es einfach besser, wenn da viele Leute drauf sind, als wenn da 2, 3 Leute drauf sind. Und wir haben ganz viele Freunde und Freundinnen eingeladen und mein Vater ist sogar auch gekommen, meine Schwester war dabei.
Also wir waren ziemlich viele Leute auf dem Standesamt und wir haben dann auch darauf geachtet natürlich, dass wir viele Fotos machen. Also auch romantische Fotos. Und der Freund von meiner Schwester, der hat so einen Buggy, wie so einen kleinen Ferrari, da hat er uns dann vom Standesamt nach Hause gefahren. Also wir haben es so richtig zelebriert. Wir waren dann auch total erleichtert, dass wir endlich da waren an dem Punkt, also dass wir tatsächlich heiraten konnten, weil das war ein langer Weg mit Papieren und dies, das und die haben es uns nicht einfach gemacht. Deswegen war das wirklich ein Grund zu feiern auch, dass wir dann so weit waren. Ich glaube, was bei uns auch echt gut war, ist, dass eigentlich von Anfang an so klar war, dass sie hetero ist. Also, dass von Anfang an klar war, dass unsere Ehe wirklich nur für Bleiberecht ist und dass da niemals irgendwie im Raum stand, ob da wirklich was läuft oder nicht. Als ich erzählt habe, dass wir eine Ehe schließen werden oder eine Eheschließung planen, hat mein Umfeld sehr unterschiedlich reagiert. Da gab es so richtige Konfetti-Glücksreaktion auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gab es dann halt auch sehr kritische Reaktionen und diese, ich glaube, die kritischsten Reaktionen kamen tatsächlich von meinen Eltern, die gesagt haben, dass sie ganz unsicher sind, ob das nicht ein Schritt ist, den ich gehe in meinem Alter, also ich werde jetzt 26, ich bin 25, der viel zu verfrüht ist und ob ich mich dazu nicht in eine zu krasse Abhängigkeit begeben würde. Daran habe ich einfach aber auch gemerkt, dass sich zum Beispiel meine Eltern, die haben sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Unser Umfeld sollte eigentlich gar nicht auf unsere Heiratspläne reagieren, weil wir wollten niemandem sagen, dass wir das vorhaben und wir wollten das ganz still und heimlich machen, nur wir zwei. Aber wie das dann so ist, konnte ich mich nicht zurückhalten und musste meiner Mama davon erzählen. Und das hat dann einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich gezogen, weil plötzlich keiner mehr sich zurückhalten konnte und alle wollten dabei sein und wir hatten echte Probleme, die Geschichte in einem kleinen Rahmen zu halten. In meinem Umfeld haben das andere auch schon vorher gemacht und so bin ich auch überhaupt erst darauf gekommen, das zu machen, weil ich bei anderen gesehen habe, dass das gut geklappt hat. Und ich habe ziemlich viel Unterstützung erhalten. Viel der Vorbereitung haben wir über eine Webseite gemacht, die viele Infos zur Verfügung stellt, Links. Und dort gibt es auch ein Interview mit einem Paar, das das auch gemacht hat. Und was für uns so in der Vorbereitung eigentlich so der wichtigste Teil von dieser Webseite war, waren die Fragen, die auf der Ausländerbehörde eventuell gestellt werden könnten. Die waren dann auf der Ausländerbehörde auch noch so blöd und haben noch so einen Witz gemacht und haben so gesagt, ja, und wenn sie sich trennen, dann sagen sie uns bitte sofort Bescheid, weil sonst müssen sie das Land verlassen. Hahaha, sie nicht. Und dann haben die so auf mich gezeigt, aber sie. Das fanden die dann irgendwie total lustig. Also ich würde nicht sagen, dass Ehe zwangsläufig zu Beziehungen gehört und dass man unbedingt heiraten muss. Und es hat ganz viel mit Ritual zu tun, glaube ich. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Ich würde nicht sagen, dass eine Ehe eine Beziehung retten kann oder dass es eine neue Stufe erreicht hat jetzt bei uns, sondern wir fühlen uns eigentlich genauso wie vorher. Nur dass vielleicht unsere Verwandtschaft und die Welt um uns herum die Beziehung jetzt genauso ernst nimmt wie wir. Für mich ist eine Beziehung auf gar keinen Fall nur dann echt, wenn Menschen heiraten. Für mich ist eine Beziehung dann eine Beziehung, wenn das einfach vor allem für diese zwei Personen eine Beziehung ist. Und dabei spielt es für mich gar keine Rolle, ob diese zwei Personen in einer Beziehung miteinander sind oder ob diese Menschen sogar vielleicht noch mit anderen Menschen in einer Beziehung sind. Und auch also erst recht nicht spielt das eine Rolle, welches Geschlecht oder welche Sexualität diese Menschen haben, weil Beziehung ist einfach Beziehung. Und das definieren immer die Personen, die da in dieser Beziehung stecken. Wir haben in unserer Beziehung sehr viel darüber geredet, dass, glaube ich, eine Beziehung sehr viel Potenzial in sich birgt, eigentlich irgendwann auch zu enden. Und wir auch nicht mit dieser Haltung daran gehen, dass das auch für immer sein muss. Aber wir viel über dieses Thema einfach schon gesprochen haben, weil eine Elternschaft im besten Fall ja schon einfach für immer halten sollte. Also ich würde jetzt niemanden, keine Person verurteilen, die sagt, sie heiratet aus Liebe, weil, ja, wer das will oder wen das glücklich macht, warum nicht? Ich will ja dann auch irgendwann tatsächlich meine jetzige Partnerin heiraten und wenn wir dann irgendwie so weit sind, dass das dann tatsächlich klappt, weil, also das heißt, meine jetzige Ehe, die muss erstmal geschieden werden und die Person muss erstmal Aufenthaltsrecht bekommen und so. Und wenn wir dann so weit sind, dass ich meine jetzige Partnerin heiraten kann, ja, dann bin ich auch total froh und dann spielt Liebe irgendwie auch eine Rolle. Meine Einstellung zu dem Konzept Ehe hat sich im Laufe des Lebens mehrmals gewandelt. Ich bin
totales Patchwork-Familienkind und mein Papa war auch schon zigmal verheiratet, also vielleicht, ich glaube schon 5-mal oder so. Und ich habe mir am Anfang immer gedacht, ich heirate entweder ganz früh und ganz oft oder ich heirate nie oder ich heirate ganz spät, wenn ich so ganz alt bin und wirklich die Person gefunden habe. Wollt ihr heiraten? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare und lasst uns diskutieren, ob das Konzept Ehe heute überhaupt noch so Sinn macht. Hier spricht Hazel von dem Kanal Pocket Money darüber, wie Hochzeiten in Vietnam aussehen. Lasst uns gerne auch ein Abo da. Tschüssi!